Ich habe jetzt ganz spontan mal wieder die Kamera angemacht, denn ich möchte was mit dir teilen, was mich heute Morgen wirklich sehr gefreut hat. Und was das ist, verrate ich dir gleich. Hallo erstmal, ich grüße dich, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Was ich heute mit dir teilen möchte, ist etwas, was mit meinen Zähnen zu tun hat, mit meiner Zahngesundheit. Denn ich habe heute Morgen das erste Mal seit langer, langer Zeit, ich glaube, könnte schon ein Jahr, dreiviertel Jahr etwa auf jeden Fall her sein. Ja, nee, es ist schon ein Jahr her. Kein Zahnfleischbloten mehr gehabt. Und das freut mich natürlich mega. Wie es zum Zahnfleischbluten kam, da vielleicht einen kleinen Hintergrundwissen dazu. Und warum ich jetzt auch kein Zahnfleischbluten mehr habe, was mich daran so freut, das verrate ich dir natürlich auch gleich. Also, letztes Jahr im Sommer habe ich wirklich so eine Phase gehabt, wo ich an vielen Projekten am Arbeiten war und ja, sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Ich habe selbst von dieser Zahnfleischentzündung, die meine Ärztin dann, Zahnärztin diagnostiziert hat, überhaupt nichts gemerkt, sondern das kam dann einfach so bei der Routineuntersuchung raus, sagte sie mir, da gibt es so zwei Bereiche, wo das Zahnfleisch entzündet ist. Und ja, so ein bisschen danach eigentlich, kurze Zeit, hat dann eben auch so Zahnfleischbluten eingesetzt. Ich habe dann damals so eine professionelle Zahnreinigung machen lassen und mich dazu entschieden, ab dem Zeitpunkt keine Chemie mehr in meinen Mund zu lassen. Habe also meine Zahnpflege nur mit Kokosfett und mit Kaisernatron, da habe ich auch ein Video zu gemacht, verlinke ich dir auch gerne oben in der Ecke, gepflegt. Ja, aber das mit dem Zahnfleischbluten, das ist dann zunächst nicht weggegangen. Ich hatte eher das Gefühl, es wird mir noch ein bisschen schlimmer. Gerade so in zwei Bereichen, an zwei Zähnen. Und hatte dann noch so eine Ozonbehandlung auch machen lassen bei meiner Zahnärztin, auch ganz punktuell die beiden Zähne, wo das mit dem Zahnfleischbluten dann auch war. Und habe im Grunde genommen dann weiter auch nichts unternommen, außer halt, ja, dass ich keine Chemie in den Mund gelassen habe. Im Hinblick auf die Zahnpasta, also kein Fertigprodukt benutzt habe. Und ja, mal so ein bisschen mit Salbei gegurgelt oder auch mal mit ein bisschen Kamille oder in der Richtung ein bisschen was gemacht. Aber mehr einfach nicht. Und jetzt war ich ja vor 5 Wochen in Frankfurt bei Dr. Med. Karin Bender-Gonser. Sie ist ja holistische Zahnärztin. Und wir haben ja zusammen einen ganz tollen Online-Kurs kreiert, den verlinke ich dir auch gerne in der Infobox hier unter dem Video. Und da habe ich natürlich noch mal ganz, ganz viel dazugelernt und habe danach zum einen meine Plastikzahnbürste, die ich ja so üblicherweise, wie man das so macht, um die Ecke für ein paar Cent kauft, die habe ich endgültig verbannt und habe sie ausgetauscht gegen eine Bambuszahnbürste, also eine nachwachsende Zahnbürste quasi. Weil Karin mich da einfach auch ein bisschen aufgeklärt hat oder mir da bewusst wurde eigentlich, während wir diesen Kurs abgedreht hatten, was ich meinem Mund, meinem Speichel, meiner Zahngesundheit eigentlich auch damit antue, um es jetzt mal überzogen zu sagen, aber es ist auch letzten Endes so, indem ich da zwei, dreimal am Tag, also jedes Mal, wenn ich mir meine Zähne putze, mit ja, Plastik da im Mund hantiere, nämlich dass da immer wieder Stoffe ausgesetzt werden, die natürlich unsere Mundschleimhaut, unsere Mundgesundheit, unsere Zahngesundheit einfach im gewissen Rahmen ja, belasten. Das habe ich zum einen verbannt, habe also jetzt nur noch eine Bambuszahnbürste. Dann habe ich eine ganz besondere Zahnpasta mir selbst hergestellt. Wir hatten also in diesem Kurs eine Zahnpasta selbst hergestellt, basisch und chemiefrei. Und Karin hatte mir ja so als kleines Dankeschön diese Zahnpasta mitgegeben. Die habe ich dann zu Hause benutzt und habe dann gemerkt, das ist doch noch mal ein bisschen was anderes als nur Kokosöl und Natron, Kaisernatron zu verwenden. Ich habe gemerkt, es tut mir gut. Und da war auch ein ganz besonderes ätherisches Öl noch drin. Entschuldigung. Und das hat mich so verwundert, das hat mich erstaunt, als ich am nächsten Morgen zum ersten Mal diese Zahnpasta benutzt habe und mit der Bürste so in den Mund bin, habe ich sofort diese beiden Zähne, wo ich das Zahnfleischbluten immer hatte beim Zähneputzen und auch eine dahinter liegende Lücke, wo ich, letztes Jahr war das, glaube ich, genau,
eine ja, heftige Zahnentfernung hatte, weil dieser Zahn einfach nicht mehr zu retten war. Und das war eine ganz heftige Erfahrung für mich damals beim Kieferchirurgen. Also ich habe diese Zahnpasta in den Mund gesteckt, fing an zu putzen und habe sofort gemerkt, da tut sich was. Das war wie so ein leichter Schmerz. Aufgrund dieses Hintergrundwissens, was ich von Karin ja einfach, als wir den Kurs abgedreht haben, mir angeeignet habe oder aneignen durfte, war mir dann klar, da tut sich etwas im Hinblick auf die Meridiane, weil ich einfach um die Zusammenhänge wusste. Und das mit dem Schmerz hat dann so etwa eine Woche angedauert. Das war kein ständiger Schmerz, sondern nur morgens und abends. Wenn ich eben die Zähne geputzt habe, habe ich diese beiden Zähne gemerkt, einen leichten Schmerz da gehabt, wo einfach das Zahnfleisch bluten war. Und hier links unten, wo der Zahn entfernt wurde. Mein Gedanke war einfach, dass dieses ganz besondere ätherische Öl und diese besondere Kombination an Zahncreme, was Karin da selbst hergestellt hat, dass das da eine Auswirkung einfach hat, nicht nur auf die Mundschleimhaut, sondern auch auf die Meridiane, dass da auf dieser Ebene einfach im gewissen Rahmen Heilung geschieht jetzt. Ein bisschen verbunden mit dieser Erstverschlimmerung, dass ich beim Putzen einfach so diesen Schmerz gespürt habe. Und parallel dazu hatte ich ja auch in diesem Kurs gelernt, dass zu jedem einzelnen Zahn, sowohl Unterkiefer als auch Oberkiefer, so ganz gewisse energetische Themen zuzuordnen sind, was mir bis dato einfach völlig unbewusst war. Ich weiß zwar ja aufgrund meiner Arbeit als Mentaltrainerin, dass jeder Disharmonie, die der Körper uns schickt, jedem Krankheitssymptom energetische Ursachen zugeordnet werden können. Aber dass das so weit geht, dass sogar noch jedem einzelnen Zahn, sowohl entweder oben als auch unten, nochmal verschiedene energetische Ursachen zugeordnet werden können, das war mir einfach nicht bewusst. Das heißt, ich habe mich dann im Nachhinein noch mit diesen beiden Zähnen, mit dem Thema, das sich dahinter verbirgt, nicht nur hinter dem Zahnfleischbluten, sondern beide Zähne, vor allem hier auf der rechten Seite, die haben auch manchmal so ein bisschen geschmerzt. Da war ich auch schon noch mal bei meiner Zahnärztin. Wir hatten noch mal eine zusätzliche Ozonbehandlung da gemacht mit dem Zahn. Das hat auch gut getan. Aber so ab und zu hat es einfach immer noch ein bisschen geschmerzt und ja, Zahnfleischbluten ist halt nicht wirklich weggegangen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt einfach noch mit den beiden Themen beschäftigt, die sich hinter diesen beiden Zähnen verbirgt haben, verborgten, schwere Sprache, deutsche Sprache. Also, die hinter diesem Thema steckten, um so auszudrücken. Möchte das jetzt nicht auseinanderklabustern, das wird hier jetzt auch den Rahmen sprengen. Hab Meditation gemacht, habe mit den Zähnen, auch wenn das jetzt so ein bisschen abgehoben klingt, auch meditiert. Die Karin hat ja da auch ganz tolle Meditation selbst aufgesprochen. Und ja, habe dann losgelassen, habe also weiterhin diese besondere Zahnpflegemischung benutzt, habe eine eigene Mundspülung, die ja auch basisch ist, die chemiefrei ist, benutzt, die ich mir dann im Nachhinein auch nochmal selbst hergestellt habe zu Hause. Und heute Morgen habe ich zum ersten Mal kein Zahnfleischbluten mehr gehabt und mir gedacht, Mensch, wie cool ist das denn? Das ist ja sowas von genial, dass ich jetzt selbst diese Erfahrung machen durfte. Ja, meine Mundschleimhaut wieder in Ordnung bringen durfte, die Zahntaschen da in Ordnung bringen durfte. Und ja, obwohl das dahinterliegende Thema auflösen durfte, denn es ist ja jetzt nicht nur, dass dieses Symptom im Hinblick auf Zahnfleischbluten und ab und zu so ein bisschen Schmerz verschwunden ist, sondern das dahinterliegende Thema in meinem Leben, jetzt konnte ich ja damit auch auflösen. Und das bringt mich ja auch nochmal enorm einen Schritt weiter auf dem Weg zu meinem eigenen Herzen. Ja, und da sieht man einfach mal, wie genial da diese energetischen Dinge, Körper, Geist und Seele einfach zusammenhängen. Und das hat es mir selbst einfach nochmal so als Lektion vom Universum für mich einfach jetzt gezeigt, wo ich so die eigene Erfahrung damit machen durfte. Und das wollte ich jetzt einfach so ganz auf die Schnelle mit dir, mit euch heute teilen. Um euch einfach dazu zu ermutigen, nicht immer einfach alles nur so hinnehmen, was der Körper uns an Disharmonien und an Themen jetzt hier mal im Hinblick auf die Zahngesundheit so schickt. Man ist dem nicht ausgeliefert. Man kann selbst immer
ganz viel einfach da zur Heilung beitragen. Das soll natürlich jetzt nicht dazu animieren, nicht zum Zahnarzt zu gehen. Ich gehe ja nach wie vor zu meiner Zahnärztin, lass nachschauen, lass mich auch behandeln. Die Lücke, die wird ja auch noch gefüllt werden nochmal. Zwar nicht durch ein Implantat, aber ich werde mir da wohl noch eine Krone machen lassen. Und das sind halt einfach Reparaturdinge, die jetzt ja einfach so sind. In meinem Alter jetzt eben. Wenn ich jetzt noch kleine Kinder hätte, könnte ich da natürlich auch eine ganz andere Basis schaffen, damit es erst gar nicht zu solchen Problemen kommt, mit denen ich jetzt inzwischen zu tun hatte oder wo ich einfach ja Kronen leider schon auch habe und auch damit leben muss und darf, ist halt einfach so. Und deshalb ist es auch so wertvoll und ich bin so dankbar, dass ich mit Karin diesen ganz tollen Kurs einfach kreieren konnte und jetzt dann auch noch selbst davon profitieren konnte. Und ja, das wollte ich mit euch teilen. Wenn ich dich auch jetzt neugierig gemacht habe auf das Thema holistische, ganzheitliche Zahngesundheit und du mal in den Kurs reinschnuppern möchtest, ich verlinke ihn dir hier in der Infobox unter dem Video. Schau es dir mal an, was es alles beinhaltet und fühl vielleicht einfach mal in dich hinein, ja, ob er dir einfach auch hilfreich sein kann. Vielleicht hast du ja auch ein Thema mit deinen Zähnen, vielleicht auch mit Kiefergelenksbeschwerden. Das weiß ich von Karin, dass ganz, ganz viele Menschen damit auch ein Problem haben oder eine Herausforderung haben. War jetzt persönlich bei mir nicht zu finden. Aber was ich bei ihr auch noch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, das möchte ich jetzt mal noch gerade noch so anschieben. Yoga für die Zähne hatte ich bei Karin gemacht. Und da habe ich noch entdeckt, dass mein Milz-Pankreas-Bereich, ja, dass da ein Energiemangel einfach auch ist. Und da werde ich jetzt mit dieser ganz speziellen Yoga-Übung mal noch schauen, wie ich diesen Bereich eben auch noch in Ordnung bringe. Da merke ich jetzt körperlich nichts, aber diese verschiedenen Übungen, die Karin da, die wir beide gemeinsam vor laufender Kamera im Rahmen des Kurses gemacht haben, bei der einen Übung habe ich einfach gemerkt, im Milz-Pankreas-Bereich, da ist bei mir was im Argen, weil ich diese Übung einfach kaum machen konnte. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen dranbleiben und ja, vielleicht dann auch mal die Übung demnächst vor laufender Kamera machen, um einfach zu zeigen, wie ich auch diesen Meridianpunkt, wie ich diesen Energiebereich auf ein höheres Level bringen konnte. Okay, das war's dann eben aber auch für heute. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, danke für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.